Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Die letzte Folge war sehr verwirrend und traurig und auflösend. Und jetzt stehen wir hier davor und wissen gar nicht, was uns geschieht. Nichts. Nichts. Okay, also uns geschieht nichts. BD? Danke. Lass uns verschwinden. Ich kann's nicht erklären. Vielleicht verstehe ich's nicht mal. Hey, BD, siehst du dir mal an. Okay, BD, was ist es? Eine neue Lackierung. Gucken, was wir noch so finden im Grab. Was wir noch so plündern können. Ich möchte gern Turmbrider. Das war's das. Aber ich glaube, draußen werden wir auch noch irgendwas begegnen. Nach der ganzen Aktion. Ist es nicht nach Plan gelaufen? Ich hab dich ja gewarnt. Lass mich allein. Wie bitte? Allein lassen? Verloren? Und schutzlos in dieser gefährlichen Welt? Niemals. Okay, jetzt ist genug. Wer seid ihr wirklich? Taran Malikos. Ehemaliger Jedi. Genau wie du. Wir haben so viel gemeinsam. Das bezweifle ich. Oh. Wir haben die Auslöschung überlebt. Meine Truppen haben mich verraten. Ich war gezwungen, ihnen das Leben zu nehmen, und dann bin ich geflohen. Zu diesem einsamen Ort. Die Dunkelheit! Sie verschlang mich fast. Aber ich widerstand. Ihr seid der, dem die Brüder der Nacht folgen. Ja. Oh. Aber diese Wilden, sie respektieren allein die Stärke. Und wir wissen beide, die Macht ist eine enorm starke Verbündete. Nein. Nein, ihr nutzt die Macht nur eigennützig, missbraucht sie. Das widerspricht dem Prinzipien der Jedi. Es sind dunkle Zeiten! Wenn wir nicht gemeinsam kämpfen, werden sie uns verzehren! Ich brauche eure Hilfe nicht. Dein kaputtes Lichtschwert sagt etwas anderes. Du hast da drin was gesehen, oder nicht? Etwas Furchtbares. Es gibt viele solche Orte hier auf Datomir. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles, diese Kraft zu beherrschen. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles zu beherrschen. Vertraute Worte, Malikos. Schwester Maren, du solltest lieber nicht so weit gehen. Seit Jahren, sagt ihr, die Jedi hätten das Massaker an meinen Schwestern begangen. Jetzt steht einer vor uns. Und ihr wollt ihn in eure Familie aufnehmen. Damit wirst du leben müssen. Doch es fehlt dir an Stärke, kleine Hexe. Stärke. Ihr seid verrückt, Malikos. Datomir hat euch verwirrt. Und durch meine falsche Loyalität konntet ihr die Brüder der Nacht vom Weg abbringen. Anders als die Jedi legen Schwestern der Nacht von Datomir die ihren nicht rein. Unser Band währt ewig. Deine Schwestern sind tot! Ja. All ihre Gräber umgeben euch. Zeit zu gehen. Schon. Hello, Leonie. Närrische Göre. Über diese Kräfte hast du keine Kontrolle mehr. Ihr beide sollt wissen. Bekämpft ihr eine Schwester der Nacht von Datomir. Bekämpft ihr uns alle.
Ja. Soll die Mantis da klar machen. Was ist los? Hier hat eine Hundfoto-Effekt. Sie verfolgen mich. Oh, oh, oh. Und du bist hierher? Captain, Start klar machen. Ah. Schnell. Du bist weg hier. Ohne das ist kein Problem. Was hast du getan? Auf meinem Schiff kriechen überall tote Hexen rum. Weg hier. Was ist passiert? Hast du das Grab gefunden? Das Lichtschwert deines Meisters. Ich sah ihn. Meister Tapal, es war der Tag seines Todes. Ich sah, was ich tat. Kerl. Alles ist zerstört. Ich konnte ihn nicht retten. Kerl, du warst noch ein Kind. Nein. Ich hätte ihm helfen können, wenn ich nur auf ihn gehört hätte. Wenn ich stark und mutig gewesen wäre. Ich hätte ihm helfen können. Ich weiß es. Kerl, du sollst endlich wissen, was mir bei der Flucht vor dem Imperium passierte. Sie brachten Trilla ins Zimmer. Als ich ihre Augen sah, wusste ich, es war meine Schuld. Sie war eine Inquisitorin. Und etwas in mir starb. Ich verlor völlig die Kontrolle. Ich tauchte ab in die dunkle Seite. Und tötete sie alle. Ich verschonte keinen einzigen. Nur sie ließ ich gehen. Viele Jahre konnte ich mir das selbst nicht verzeihen. Ich war ein Wrack. In mir war nichts als Zorn. Ich konnte ihn nicht unterdrücken. Es gab für mich keinen Ausweg. Und ich wollte nur noch sterben. Nicht einschlafen. Doch dann erfuhr ich von dem Holocron. Ein Hoffnungsschimmer, dass es eine Zukunft geben könnte, für die es sich weiterzumachen lohnt. Steh auf. Ich kann nicht rückgängig machen, was ich getan habe. Und du rettest auch nicht mehr deinen Meister. Es ist vorbei. Aber Kerl, du musst auch wirklich weitermachen wollen. Und wie? Du wirst hiermit anfangen. Es ist deine Aufgabe, ein neues zu bauen. Man wird dich prüfen. Ja. Aber ich bin bereit. Ich meine nicht nur hier. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite.
und es ist leicht zu scheitern. Ihr kämpft immer noch mit der dunklen Seite. Auch nachdem ihr euch von der Macht gelöst habt. Wir werden immer kämpfen. Das ist die Prüfung. Die Wahl, weiterzukämpfen, macht uns zu dem, was wir sind. Dann sollte ich jetzt rausfinden, wer ich bin. Hier ist schon das erste Bäumchen gewachsen. Der Roche hier sieht toll aus, Grease. Es ist zwar nicht der Ursprungsbaum, aber er ist echt okay. Toll, was du mit den Ästen machst. Danke, Kleiner. Du bist okay. Bonsch hier. So ist hier ein Bonsai, sozusagen. Cool. Das finde ich ganz cool. Das ist ein tolles Gimmick. So, dann haben wir einen neuen Kram gefunden, aber ich will nochmal drüber gucken. Auch wenn das Lasershirt gerade kaputt ist. Hier neue Materialien vor allem. Na ja, gut, lassen wir das mal so kaputt, wie es ist. Aber ich wollte noch mal gucken, was wir hier so an neuen Ponchos gefunden haben. Oh, der ist ja auch ganz schick. Vagabund. Jetzt haben wir immer noch zwei. Was war der Schmuggler? Da. Oh. Ja. Na gut. Funktionieren tut es sowieso nicht. Wie sieht's aus mit den Punkten? Da haben wir jetzt, glaube ich, keinen neuen mehr bekommen. Dann können wir mal speichern. Und dann geht's ab auf den kalten Planeten Nidum. Ja, auch dieser Planet ist zu sehen in Clone Wars, wo die kleinen Padawane Prüfungen absolvieren müssen, um sich die Kristalle für ihr Laserschwert zusammenzusuchen. Jünglinge, die Zeit der Versammlung ist gekommen. Setzt euer Können klug ein. Teilnahme an der Versammlung. Hierher kamen Jünglinge, um einem heiligen Ritual namens Versammlung teilzunehmen, einer Prüfung, die alle Jedi durchlaufen müssen, ehe sie ihr eigenes Lichtschwert bauen. Schade schon mal nicht. Das ist der Jedi-Tempel. Das ist eine Weile her. Aber ja, ich erinnere mich. Jeder Jedi kommt als Kind hier. Also,
kam hierher. Es ist noch Jedi gab. Ich muss richtig dagegen drücken, ja. Sollen denn kleine Kinder da gegen ankommen, wenn man hier so drücken muss? Das sieht wie ein Durchgang aus. Mit dem Eis passe ich auf. Ja, müssen wir auch. Das hier meint er. Was? Boah. kalt und eng. Na toll. Dann doch lieber Datum, da war es wenigstens warm. Geht schon rein. Oder guck mal, wenn man noch höher kommt. Theoretisch ist es möglich. Jedi meditierte hier. Er kehrte an wichtige Orte zurück und sinniert über seine Abenteuer und Prüfungen. Nein, da komme ich nicht hin. Ah, wie gemein, dass ich kein Laserschwert habe gerade. Er war früher wunderschön. Die Wärme ist angenehm. Gute Arbeit. Kann man das festmachen? Den Raum kenne ich. Meister Yoda schmolz die Tür und ließ uns in die Höhle. Nicht mit der Macht, mit dem Kristall. Das Licht ging hindurch und trug die Wärme. Ich wette, das können wir auch. Thank you.
muss so fest machen. Hä? Ist doch bescheiden. Ach so. Ich weiß. Geldsinnskraft. So. Und dann. Andersrum. Ja, so rum. Jetzt komme ich nicht mehr darum. Doch. Das ist doch das. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Okay, mit dem Ding darüber. Ich brauche manchmal immer ein bisschen länger. Nicht der, der. Und jetzt der. Und jetzt der. Und jetzt der. Genau. Können wir da rein. Komm schon, BD. Statue eines Everlingen, Jägermeisters, die zur Kristallhöhle führt. Ja. Direkten Speicherpunkt. Okay. Das ist nass und kalt. Boah. Jeder Pfad ist anders, Jüngling. Hüte dich vor deiner Wut. Vielleicht kannst du irgendwie weiter, ne?
den Rissen unter Wasser drängt Hitze. Aber hier oben ist es eiskalt. Ich spüre ihn. Er ruft mich. Es ist nicht weit. Jedi können ihren Kalberkristall nicht wählen. Er wählt dich. Ja, so ähnlich wie du. Wow. Los geht's. Ein kleines Beben. Alles in Ordnung. Hoffentlich hält das. Mineralien. Oh, da geht's runter. Stärker. Beeilung! Ah ja, keine Hektik, Mann. Wo geht's da runter? Das sieht man nicht so genau. Da wäre theoretisch noch ein Weg. Wir gehen da. Das schaffe ich nicht. Muss doch hier lang gehen. Was sind sie? Wir haben die uns gefunden. Jo. Ich kann da erst hin, wenn ich das Schwert hab. Hast du ihn zuletzt? Er wollte in die Höhlen. Ich habe ihn gehört, aber nicht gefunden. Das war gar nicht der Kristall, oder was? Verdammt. Ich muss doch da hoch. Komm ich da hin?
Idee. Ich brauche Hilfe. Jetzt seid ihr meine. Hier ist noch eine BD. Ja, und los geht's. Zeig mal, was du gefunden hast. Hm. Nicht noch einmal. Das gelernt haben. Na, da sind wir reingekommen. Da kommen wir nur mit Laserschwert durch. Was ist der? Ich sehe sein Licht. Oh, verdammt, nein, das ist eine Hälfte. Komm. Sehen den Weg. Das bringt uns aber nicht so viel. Auf, Datte. Ein Jüngling hat das beim Test verloren. Sie hatte solche Angst zu versagen. Das weckt Erinnerungen. Doch noch mal auf die Karte schauen. Verstehe ich nicht. Doch, natürlich. Ich bin so. Tauchen natürlich. Okay, BD. Das ist es. Thank you.
Okay. Na dann mal Gas. Oder wie man so schön sagt. Los geht's. Hier durch. Das spüre ich. Wir sind fast draußen. Ich verspreche es. Oh nein, nein, nein. Bitte, komm bloß nicht näher. Bitte! Ja! Was zur Hölle? War ich jetzt zu langsam? Oh. Auf dich selbst. Komm schon, gib nicht auf. Ein kleiner Jungs da schafft du das auch. Und kleine Mädchen, sorry. Und kleine Aliens. Und überhaupt. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Das ist gut, komm. Es ist soweit. Wir sehen uns vielleicht zum letzten Mal. Ich spüre den Untergang des Ordens der Jedi nahen. Nein. Scheitern ist nicht das Ende. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Wie du, BD1. Du wirst jemanden finden, der ebenso mutig ist und hartnäckig wie du selbst. Und du wirst ihm helfen. Genauso wie mir. Aber dein Speicher wird komplett gelöscht sein. Bist du sicher, dass du das willst?
Leite komplette Speicherverschlüsselung ein. Nur durch eine Vertrauensverbindung wird dein Speicher wieder hergestellt. Schlechte Grafik, die Aufnahme. Das habe ich immer. Und ich glaube an den, den du auswählst, mich zu ersetzen. Leb wohl, alter Freund. Du hast für mich deine Erinnerung riskiert. Ja, ich glaube auch an dich, Kumpel. Du hast recht. Noch gibt's eine Chance. Es gibt immer eine Chance. Komm schon. Na, irgendwas wird doch hier zu finden sein. Denke, Padawan, du wählst deinen Kristall nicht, er wählt dich. Oh. Ich kann. Cool. Ganz im Sinne von Mace Windu. Oh, wie viel Laserschwert haben wir jetzt? Zwei? Haben wir ihres bekommen? Jetzt verstehe ich. Wir haben es damit repariert. Na dann, sag mal. Boah, fett. Boah, geil! Wie cool ist das denn? Geteiltes Laserschwert. Okay, das ist schon ziemlich cool. Muss man schon echt sagen. Ja, wir haben jetzt die Wahl zwischen allen Farben. Geil. Orange, Gelb, Cyan, Magenta. Indigo. Aber das Violett finde ich jetzt am coolsten gerade.
jetzt auch einige Teile gefunden. Tatsächlich finde ich das am coolsten. Gewickelten am coolsten. Sender. Schwer zu entscheiden. Erstmal so. Na, ja, das hat sich doch gelohnt. Mal speichern. So, und dann würde ich sagen, diese Folge endet hier und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao, ciao.